Hallo und herzlich willkommen bei uns im Gira-Forum. Alle, die jetzt gerade hier sind, alle, die noch dazukommen wollen und alle, die gerade bei YouTube uns zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bei mir ist auch der Jörg Müller. Für die, die ihn noch nicht kennen, mein Lieblingsproduktmanager. Aber Jörg, bevor wir loslegen, stell dich mal ganz kurz selber vor. Wie du schon gesagt hast, ich bin schon sehr lange bei Gira, seit 1992 und hier zuständig für die Produktsortimente und fürs Design. Eine schöne Aufgabe, muss man sagen. Definitiv, definitiv eine schöne Aufgabe. Und genau darum geht es ja auch heute, um das Thema Design. Also wir sind ja Schalter-, Steckdosenhersteller, haben viele verschiedene Produkte. Ja. Und in diesem Vortrag geht es speziell um das Thema Design. Das hoffe ich. Ja. Was habt ihr denn speziell um das Design-Thema denn gemacht für die Leitung Building? Ja, wir versuchen immer eine schöne Mischung zu machen. Wir haben ja durchaus sehr verschiedene Produkte. Wir haben heute, stellen wir im Mechanikbereich einen neuen Schalter vor, darauf aufbauend neue Designs. Aber auch in den anderen Bereichen, im Smart-Home-Bereich, schöne neue Produkte, Türkommunikation mit einer neuen Farbe. Und wir haben ja eine breite Klaviatur und die wollen wir sehr kontinuierlich in kleinen Steps auch bespielen, weil ich denke, es geht nicht immer um den großen Wurf, sondern auch um die kleinen kontinuierlichen Weiterentwicklungen, die nachvollziehbar und verständlich sind. Alles klar, aber bleiben wir doch mal beim System 55. Ja. Was haben wir da gemacht? Ja, System 55 ist 1998 haben wir es in den Markt gebracht und es ist immer schön, wenn Produkte wachsen, wenn Dinge langlebig sind und funktionieren, aber natürlich muss man so ein Produkt kontinuierlich pflegen und wir haben eigentlich über diese 20, 25 Jahre kontinuierlich neue Dinge gemacht. In den letzten Jahren noch ein Programm wie Studio gebracht, wir haben die Oberflächen geändert, wir haben aus glänzend matt gemacht, wir haben matt schwarz gebracht und das Betongrau vor 2 Jahren. Und haben jetzt eine neue Rahmenvariante gemacht mit E1, ein Schwesterchen oder Brüderchen zu E2, der ja doch sehr bekannt ist, glaube ich, eine schöne Alternative, ein sehr selbstverständliches Produkt, ein sehr einfaches Produkt. Also das ist, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es integriert sich gut in Wohnwelten und Architektur und der Kunde kann jetzt entscheiden, ob er die eher härtere Variante E1 oder die etwas softere Variante E2 nehmen kann. Also tatsächlich, ich glaube, es gibt immer die einen, die wollen eckig. Und wenn man eckig hat, möchte man abgerundet, hat man abgerundet, haben wir eckig. Jetzt haben wir beides. Ich weiß auf jeden Fall, die Welt ist bunt und wir wollen ja keinem vorschreiben, was er tut. Also hat er bei uns die Alternativen zu wählen. Das ist der Hintergrund. Welche Farben haben wir denn vom E1? Der E1 basiert hier auf System 55 und wir haben hier das gleiche Farbspektrum und Funktionsspektrum wie im gesamten System 55, also weiß, Betongrau, Anthrazit, Mattschwarz und die weißen Varianten haben wir ja immer in glänzend und in matt, wobei der Designbereich eher Richtung matt geht und der Massenwohnungsbereich eher auf die glänzende Version, die dann etwas wischresistenter ist. Da spielen praktische Gründe auch eine Rolle. Stimmt, stimmt. Ja. Jetzt haben wir gerade auch das E2 noch angesprochen. Ja. Da haben wir eine recycelte Version davon mit Rezyklat. Warum haben wir das gemacht? Was ist das? Ja, eigentlich machen wir das schon immer. Also wir schmeißen unseren Kunststoff nicht weg, wir sagen es nur mal. Also wir haben das immer schon mit integriert. Jetzt sind die Kunststoffe so gut geworden, dass man die nicht nur beimischen kann, sondern kann die zu 100% mit neuen Farbaufhellern verwenden. Und diese Linie besteht jetzt komplett aus Rezyklat, also unsere Abfälle aus der Kunststofffertigung. Ja. Das ist eigentlich nichts Besonderes, aber Nachhaltigkeit ist ja ein wichtiges Thema. Deswegen stellen wir es aus. Und es steht auch nicht nur auf der Tafel, sondern wir haben direkt ein Produkt draus gemacht. Also ich verstehe, bei uns war Nachhaltigkeit sowieso immer schon mit drin. Jetzt ist es auch noch außen sichtbar. Warum soll man Dinge wegschmeißen, die man noch verwenden kann? Ich dachte, das machen wir im Home-Bereich nicht anders. Und wir als Industrie sind da auch in der Pflicht. Hervorragend, hervorragend. Übrigens, wir sammeln gleich auch Fragen, auch per YouTube. Wenn ihr Fragen habt, gleich gerne einfach dann gleich die Hand heben und fragen oder auch reinschreiben. Ein Kollege notiert das dann mit und dann würden wir uns das gleich anschauen. Bleiben wir beim System 55. Ich habe bei mir aufgeschrieben, funktionale Weiterentwicklung. Ja, es kommen ja jedes Jahr neue Themen rein, wie Funk-RF, neue Bewegungsmelder. Also es ist eine Mischung aus formaler Weiterentwicklung, Weiterentwicklung in den Oberflächen und Funktionen. Und ich weiß noch, als wir 98 das System gebracht haben, hatten wir, glaube ich, so 70, 80 Funktionen da drin. Heute sind das über 300. Und ich glaube auch nur, wenn man was kontinuierlich weiterentwickelt, dann bleibt es spannend. Ich glaube, Stillstand wäre auch Rückschritt an der Stelle. Es war
abgegriffener Satz, aber der trifft hier total zu, glaube ich. Ist das schwierig für dich, alle Produkte, alle Systeme im Überblick zu halten? Nein, das ist eigentlich eine spannende Aufgabe. Das ist eigentlich das Schöne. Ich glaube, wenn man sehr spezialisiert wäre, dann wäre es auch langweilig. Wir haben ja eine große Klaviatur von, was ich ganz schön finde in der Branche, dass man noch analog und digital hat. Wir sind ja komplett analog. Also dieser Schalter ist ja nichts anderes als das, was man vor 150 Jahren gemacht hat. Der ist natürlich besser geworden, aber von der ganzen Technologie ist das wirklich vollkommen oldschool bis hin zu Smart Home. Und ich glaube, das macht es auch spannend. Und auch da, finde ich, wollen wir den Kunden entscheiden lassen. Wir wollen keinem vorschreiben, wie er zu schalten oder wie er zu leben hat. Und da ist von klassischem Schalten bis hin zu Smart Home bei uns alles möglich. Ja. Bleiben wir direkt dabei. Das System 55 ist für mich schon so eine Art Standard geworden. Dass wir das weiterentwickeln, das war mir immer klar. Jetzt war für mich eine riesengroße Überraschung, ich glaube für einige anderen auch, dass wir den Flächenschalter angepackt haben. Wie kam es dazu? Ja, wir haben uns hier auf 55 konzentriert, aber ich fand den Flächenschalter bei uns ist dann viel auch an Verkauf in Richtung E2 gegangen als sogenannter Klassiker, obwohl ich nicht an Klassiker glaube, weil irgendwann wird jedes Produkt seinen Absturz haben. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe, hierbei dauert es noch länger. Nee, es gibt ja, ist der Flächenschalter eine schöne Gattung. Der kommt ja so aus den 60er Jahren. Wir waren mal sehr stark im Flächenschalterbereich Ende der 60er. Haben dann durch die Rundwippensysteme so ein bisschen den Weg in den Flächenschalter verloren. Also Stichwort S-Color. Ich glaube, die Designaffinen unter uns wissen dann noch genau, wovon wir sprechen, waren da sehr stark. Aber der Flächenschalter kommt ja daher, dass früher in den 50er, 60er Jahren gab es ja so diese Mini-Bedieneinheiten und der Flächenschalter stand immer für Komfort. Und deswegen, ja, es ist die große Bedienfläche, es ist die große Funktionsfläche und ich glaube für uns in der Alternative so zu System 55 eine schöne neue Linie, die wir jetzt kontinuierlich bespielen wollen. Wir haben hier natürlich auf die Schaltergeneration gewartet. Aha. Und die Schaltergeneration sind wir bei dem Thema, das Unterteil ist so präzise geworden, dass der sehr flach geworden ist. Der Schaltwinkel ist extrem klein geworden. Wir konnten extrem präzise arbeiten und das wollten wir auf Basis der alten Schaltergeneration nicht mehr machen. Deswegen haben wir hier ein paar Jährchen gewartet, bis der Schalter zur Verfügung steht. Und auf der Basis kann man jetzt nach vorne gucken. Ich glaube, das wird eine sehr schöne, ist eine sehr ruhige Alternative zum System 55. Und ich glaube, da wird es sehr spannende Dinge geben in den nächsten Jahren. Also ist das quasi eine Art Startschuss, den wir jetzt gerade haben? Kann man so sagen, ja. Es wird auch gleich knallen, wenn du es... Nee, das kann man durchaus so sagen, ja. Prima, danke dafür. Gehen wir über zum Gera System 106. Ja. In einer sehr, sehr, wie ich finde, coolen Farbe, schwarz-matt. Ja. Da sind wir auch wieder in den 80ern, ne? Ich wollte gerade sagen, unsere Zeit. Neue Generation von Swatch, Neon to the Max. Die 80er werden kommen, Leute, hundertprozentig. Ja. Kannst du was dazu sagen, wie das kam? Sieht man das? Ich meine, ist das der Kundenwunsch gewesen oder kommt ja, das? Ja, es war auch Kundenwunsch und es ist ja seit einigen Jahren. Erstmal muss man sagen, Schwarz erlebt ja immer, wenn man dann eine Renaissance, so alle 20, 25 Jahre. Früher war das so 80er, später 80er. Wir sind ja alle in Schwarz rumgelaufen damals, einige jetzt noch, wie man sieht. Aber damals war das Hochglanz, war ganz hip und in und heute ist das eben die matte Farbe und ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Ich bin da auch jetzt nicht der Erfinder, aber es kam von allen Seiten. Ich glaube, die erste war die Sanitärindustrien, die Armaturen, dann kamen die Baubeschlagler und wir haben mit den Architekten, mit denen wir jeden Tag sprechen, natürlich auch gesprochen. Die haben gesagt, müsst ihr machen. Jetzt sind wir mit dem Produkt im Außenbereich, deswegen kommt es auch etwas später, weil die Tests, die hier laufen, um sowas wie Salzwasser und Wetter auf Island auch mit so einem Produkt zu schaffen, ist dann doch sehr anspruchsvoll. Aber wir haben wirklich 2 Jahre gebraucht, um das Produkt für unsere Qualitätsmaßstäbe zu qualifizieren. Und ich freue mich da jetzt sehr drauf. Und was bei Schwarz schön ist, ist halt sehr schön in der Kombination machbar mit Beton, mit normalem Putz, aber auch im alpinen Bereich, wo heute sehr interessant gebaut wird mit rustikalen Hölzern ist das eine super, super Kombination. Also es ist ähnlich gut kombinierbar wie Weiß. Prima. Also, wir machen das jetzt mal so. Alle, die jetzt hier sitzen, wer hat eine Frage? Ihr dürft gerne die Hand heben. Dann kommt ein Kollege vorbei, drückt euch ein Mikrofon in die Hand oder ich komme vorbei. Ihr könnt jetzt eine Frage stellen. Ansonsten könnt ihr, die gerade online zuschauen, auch eine Frage stellen. Die Sache ist, ihr dürft euch trauen. Es gibt keine Preise.
Nichts, die intelligenteste Frage, es gibt keinen Preis dafür, kein Gummibärchen, nichts, gar nichts. Trotzdem, traut euch, es ist eine einmalige Möglichkeit. Ja, in zwei Jahren auch wieder. In zwei Jahren, das stimmt, das stimmt. Im Vorfeld kamen schon ein paar Fragen rein, da würde ich einfach mal damit starten. Okay. Da könnt ihr euch ein bisschen warm werden, ein bisschen was trauen dann gleich. Und zwar, das eine hast du schon so ein bisschen was beantwortet, aber hier im Bereich von Türkommunikation, so Design, tatsächlich wundere ich mich da aus. Wie entsteht das eigentlich? Wie kommt man dahinter? Also, das ist ja kein Projekt. Wir reden, also wir, ich und meine Designer und meine Kollegen Product Manager, wir sind ja jeden Tag in Projekten und eigentlich ist das Tagesgeschäft bei uns, dass wir jeden Tag darüber diskutieren, wie man Dinge weiterentwickeln kann in den verschiedenen Feldern. Wir haben unsere Roadmaps und wir gucken natürlich auch nach außen. Also viel kommt jetzt nicht aus der Branche, sondern von anderen Einflüssen. Das Thema Mehrgeschosswohnungsbau, da kommen andere Anforderungen auf einen zu. Die Produkte haben dann andere Anforderungen. Auch nicht nur auf mich bezogen, sondern in der ganzen Abteilung ein sehr offener Umgang mit der Umwelt. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Nie Dinge schnell wegzuschieben, die da sind, sondern die Augen aufzuhalten. Jetzt sind wir natürlich in dieser konservativen Branche auch durchaus sehr eingeschränkt, was aber gar nicht schlimm ist. Aber ich glaube, es ist die Offenheit, die wir brauchen. Und das ist nicht nur der Blick in die Branche oder auch in die Industrie, sondern was ist im Filmbereich, was passiert in der Musik. Und das letztendlich sind diese Strömungen, die da sind, meistens übergreifend in den Branchen zu sehen und nicht nur in einer. Also wenn man da die Augen offen hält und so eine gute Truppe hat, wie ich die habe, muss ich wirklich sagen, muss ich mal einen herzlichen Dank an meine Kollegen aussprechen, die da sehr viel Ideen und Inspiration reinholen. Meistens muss ich die einfangen, da kommt mehr rein, als wir verarbeiten können. Und das macht auch einen Heidenspaß hier, muss ich sagen. Jetzt muss ich persönlich fragen, gerade hast du die super coole Uhr gezeigt, über die wir vorhin schon gesprochen hatten. Ist das so ein versteckter Hinweis? Das könnte fast ein versteckter Hinweis sein. Ja? Das lassen wir mal offen. Das lassen wir an der Stelle mal offen. Eine Frage, die wir noch bekommen hatten, so ein bisschen was hast du schon beantwortet. Muss ich mir das so vorstellen, dass das alles in-house ist oder haben wir auch Agenturen, mit denen wir da zusammenarbeiten? Wie funktioniert das? Wir haben früher viel mit externen Designern zusammengearbeitet, hatten auch sehr gute Zusammenarbeiten. Aber die Welt hier ist so komplex geworden, man hat sich dann alle 2 oder 3 Monate mal getroffen und hat neue Dinge gemacht mit Phoenix oder mit Dominik Tessero in Berlin oder auch mit Architekten. Aber so kann man heute in der Komplexität nicht mehr arbeiten. Wir müssen jeden Tag zusammenkommen. Wir haben jeden Tag unsere Team und das ist mit einem externen Büro schon eigentlich seit 10, 15 Jahren nicht mehr machbar. Ja. Und deswegen haben wir eine kleine, schlagkräftige Truppe und Design ist bei uns im Prozess praktisch täglich ein Thema. Eine Frage noch, die formuliere ich einfach mal um. Hier steht, was treibt euch an? Also wenn ich jetzt Jörg Müller bin, ich stehe morgens früh auf, Montagmorgen und sage so, alles klar, als Design-Papst bei Gira, wie verändere ich heute die Welt? Wir verändern nicht die Welt, da bleiben wir auf dem Teppich. Wir wollen sie jeden Tag ein Stück besser machen. Das sind die kleinen Schritte. Ich glaube, es ist auch dieser menschliche Umgang mit, wir haben eine tolle Company, wir haben tolle Leute und damit meine ich jetzt nicht nur meine Abteilung, sondern auch in der Breite. Das hat immer, du bist ja eh der Beste. Nein, ich denke, dass das ein Antrieb ist, dass ein schönes Umfeld hat, dass man schöne Themen hat, dass man auch Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Also ich glaube, das ist ein Riesenantrieb und dann ist auch gar nicht so wichtig, über welches Produkt man spricht. Da haben wir, glaube ich, auch keine Themen, die uns besonders wichtig oder unwichtig sind. Ich glaube, diese soziale Arbeit in der Company ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor. Und wenn man, ich glaube, hier die ganze Truppe von uns auf dem Messestand sieht, dann glaube ich, da haben alle richtig Spaß dran, an der Geschichte hier. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich gebe euch noch eine Chance. Habt ihr jetzt eine Frage? Traut euch gerne. Okay. Haben wir da eine Frage? Überhaupt kein Problem. Also alles, was im Nachgang bei YouTube reingestellt wird, beantworten wir natürlich selbstverständlich gerne. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch das anzuschauen und wünsche uns allen noch einen tollen Tag hier auf der Messe. Ja, schöne Zeit und vielen Dank.